Psalm 12. Dann stürzen alle gleich auf die Mutter. Von mir aus dürfen Sie das auch aufschlagen. Psalm 12 in der Übersetzung von Martin Buber. Befreie du, denn zu Ende ist der Holdmütige, denn aus ist's mit der Treue unter den Adamskindern. Wahnspiel reden sie, jedermann mit seinem Genossen, glatter Lippe, mit zweierlei Herz reden sie. Ausrotte er alle glatten Lippen, die großrednerische Zunge, sie, die sprechen, durch unsere Zunge sind wir überlegen, unsere Lippen sind mit uns, wer ist uns Herr? Ob der Vergewaltigung der Gebeugten, ob des Ächzens der Dürftigen, jetzt stehe ich auf, spricht er. In Freiheit setze ich ihn, den man bebläst. Sprüche von ihm, reine Sprüche sind sie, Silber ausgeschmolzen im Schüttofen der Erde, geseigert siebenfach. Hüten wirst du sie, du, wirst einen bewahren vor dem Geschlecht da in Weltzeit, die sich frevlerisch ringsum ergehen, da Gemeinheit oben aufkam bei den Adamskindern. Einheitsübersetzung. Doch, Einheitsübersetzung. Kommt, die kommt jetzt, ja, das war nicht Einheitsübersetzung. Ich dachte schon, ich bin ja kritisch der Einheitsübersetzung gegenüber, aber sobald ich Einheitsübersetzung sage, kommt direkt, nein! Hilf doch, o Herr, die Frommen schwinden dahin. Unter den Menschen gibt es keine Treue mehr. Sie lügen einander an, einer den anderen. Mit falscher Zunge und zwiespältigem Herzen reden sie. Der Herr vertilge alle falschen Zungen, jede Zunge, die vermessen redet. Sie sagen, durch unsere Zunge sind wir mächtig, unsere Lippen sind unsere Stärke. Wer ist uns überlegen? Die Schwachen werden unterdrückt, die Armen seufzen. Darum spricht der Herr, jetzt stehe ich auf, dem Verachteten bringe ich Heil. Die Worte des Herrn sind lautere Worte, Silber geschmolzen im Ofen, von Schlacken geschieden, geläutert siebenfach. Du, Herr, wirst uns behüten und uns vor diesen Leuten für immer erretten, auch wenn die Frevler frei umhergehen und unter den Menschen die Gemeinheit groß wird. Stadler. Ach, hilf doch, Herr, es gibt bald keine Menschen mehr, bald gibt es nur noch Unmenschen. Einer lügt dem anderen ins Gesicht, doppelzüngig und doppeldeutig reden sie. Der Herr soll sie ausrotten, alle. Jedes Maul, das vermessen daherredet. Das sagen sie sich wohl, durch unser Maul sind wir mächtig. Unser Gerede ist unsere Stärke. Es gibt keinen, der uns da überlegen ist. Und so werden die Schwachen klein gehalten. Die Armen lässt man vor die Hunde gehen. Daher sagt sich der Herr, jetzt reicht's. Ich will den retten, gegen den man derart geifert. Sein Wort ist Gold. Es ist siebenmal geläutert, keinerlei Schlacken. Feuer geprüft, wie Silber. Er wird unser Hirte sein. Er wird uns vor solchen Menschen für alle Zeit verschonen. Auch wenn diese Gauner frei herumlaufen, jetzt noch, und die Gemeinheit größer wird, vorerst unter den Menschen. So, jetzt müssen wir uns einer kleinen Fleißaufgabe hingeben noch. Das geben wir hier. Ich schlage vor, dass wir das einfach, wie wir eben den Text von Stadler gelesen haben, auch diesen Text miteinander lesen. Und wenn es notwendig ist, den an einer oder anderen Stelle ein bisschen ausweiten und kommentieren. Ich bin ziemlich sicher, dass heutzutage außer unseren Geistlichen nur noch wenige in dem Psalm des Alten Testaments lesen. Ein paar Bibeltreue wahrscheinlich,
einige kranke alte Menschen, vielleicht auch ein junger Dichter, der bei Brecht gelernt hat, wie gut Luthers kräftiges oder feingestimmtes Deutsch in unserer Zeit noch zu gebrauchen ist. Fast bin ich bereit, dieser pessimistischen Analyse des vielfach preisgekrönten Schriftstellers und Mitglieds der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Heinz Piontek zuzustimmen. Mein Gott, das ist schon eine Zeit lang her, dass Zenger das geschrieben hat. Ich fürchte, es muss noch viel pessimistischer ausfallen. Ich kenne relativ viele Priester anwesend, ausgenommen natürlich, die sich von dem Psalmen verabschiedet haben. Ja, und wo leben die biblischen Psalmen heute? Als gelebte Tradition in der Synagoge, als Füllelemente bei christlichen Großveranstaltungen, als tägliches Brot für die, die das kirchliche Stundengebet in Gemeinschaften oder allein als geistliche Uhr ihres Alltags gewählt haben? Leben die Psalmen noch bei Dichtern und Komponisten? Leben sie bei den Kirchenchristen oder überleben sie, weil sie sich gewissermaßen wie von selbst und unkontrolliert immer wieder den Menschen aufdrängen, weil der Geist weht, wo er will? Noch wichtiger ist die Frage, was lebt in dem Psalmen? Was geschieht, wenn Menschen nach dem Psalmen der Bibel greifen und von ihnen ergriffen werden? Etwas, was Zenger hier andeutet, also mit der Literatur und der Musik, wie angekündigt, werden wir nach der Mittagspause dann noch uns zu Gemüte führen. Jetzt hilft nur noch beten, leichthin gesagt oder als Schlagzeile von Sensationsblättern missbraucht, ist dieser Satz gewiss ärgerlich. Aber er ist zutiefst wahr, wenn er gelebt wird. Wenn Menschen in Ausweglosigkeit und Not sprachlos und apathisch werden, wenn andere im Glück oder im Erfolg sich selbst überschätzen, wenn wieder andere in der Banalität oder im grauen Trott des Alltags abstumpfen, wenn nochmals andere in ihrer Rücksichtslosigkeit über Leichen gehen, wer in solchen Situationen nach dem Psalmen der Bibel greift, wird aus seiner Einsamkeit, Lebensangst oder Selbstbezogenheit befreit. Nicht nur, weil er sich selbst zurücknehmen lässt, indem er Gebete rezitiert, die andere vor ihm schon gebetet haben. Nicht nur, weil er so seinen Gefühlen und Sehnsüchten Gestalt und Sprache gibt, sondern vor allem, weil er sich so in der Nacht seiner Qualen und Gefahren dem menschenfreundlichen Gott Jahwe entgegenstreckt. Weil er darauf setzt, dass da ein Gott ist, dessen Ansehen sein Ansehen ist und in dessen Licht sein Leben neu erscheint. Die chassidische Tradition hat dieses Geheimnis der Psalmen in dem Ausruf zusammengefasst: Verlasst euch nicht auf Wunder, sondern rezitiert Psalmen. Das ist eine Tradition einer ganz bestimmten Ecke des Judentums, das östliche Judentum, da diese Frömmigkeitsform entsteht, bevor die Nazis den Chaos gemacht haben, so mit dem Beginn der Neuzeit, also auch im Judentum. Ich habe eine Psalmenübersetzung da mitgebracht von Moses Mendelssohn, die sehr im Grunde genommen im Zeitalter des Rationalismus war. Da gibt es im Grunde genommen eine Ausrichtung, dass die Chassiden eine sehr, sehr wörtliche und eine sehr spirituelle Form des Umgangs mit der Heiligen Schrift entwickelt haben. Wer auf Wunder wartet, wartet auf ein Ereignis, das alles neu macht. Von Wundern erwartet man Rettung in der Not oder das ganz große Glück oder die Erfüllung eines Wunsches, den man sich selbst nicht erfüllen kann. Solche Wunder gab und gibt es, aber nicht für Menschen, die so darauf warten, dass das Warten ihnen zur lähmenden Tatenlosigkeit gerät. Wer sich auf Wunder verlässt, ist verlassen. Aber wer auf Wunder hofft, wer darauf hofft, dass nicht so bleiben muss, wie es ist, und wer diese Hoffnung seinem Gott mit Psalmen sagt, wird erfahren, dass sich ihm dabei eine Quelle der Lebenskraft auftut. Das ist die Paradoxie des Psalmenrezitierens. Wer ihre Worte zu den seinen macht, ist in höchstem Maße aktiv und wird zugleich vor falschem Aktivismus bewahrt. An dem, der Psalmen rezitiert, geschieht das Wunder, dass er sich frei dem Gott der Freiheit aussetzt. Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, die Psalmen der Bibel zu beten. Entweder können wir sie als unsere Gebete rezitieren, weil wir unser Leben und unseren Gottesglauben in ihnen zusammengefasst sehen, oder wir rezitieren sie, weil unser Leben und unsere Erfahrung von Welt und Geschichte sich nicht mit dem Psalmen und ihrer Hoffnung auf Gott decken, weil wir nichts mehr von Gott erwarten, weil wir eigentlich nicht mehr zu ihm rufen können und wollen, weil wir an seiner Güte und Treue zweifeln.
Wenn wir in solchen Augenblicken dennoch nach dem Psalmen greifen, kann uns aufgehen, weshalb die Psalmen in der Bibel stehen, die wir Wort Gottes in Menschenwort nennen. Wer die Psalmen der Bibel zu seinen Gebeten macht, hofft auf das Wunder, das der 18. Psalm in einem unglaublich schönen Bild zusammengefasst hat. Unglaublich schön will heißen, dass sogar Unglauben diesem Schönen nichts anhaben, sondern es paradoxerweise nur noch potenzieren kann. Dieses Bild sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Der Gott der Psalmen gibt mir die Kraft, Stadtmauern, die Ausdruck von Angst oder Feindschaft sind, zu überspringen. Mögen es Mauern sein, die andere gebaut haben oder die wir selbst aufrichten. Weder mit dem Kopf durch die Wand, noch mit der Planierraupe, die alles und jeden niederwalzt, noch mit Brandpfeilen und Kriegsmaschinen, nein. Mit dem Gott der Güte und der Gerechtigkeit geschieht mir das Wunder, dass der Böse und das Böse mich nicht mehr einengen und abschrecken. Mit meinem Gott packe ich an, wovor ich, auf mich allein gestellt, zurückweichen würde. Mit unserem Gott gelingt das Wunder des Exodus. Ja, mit ihm überspringen wir Mauern und Trennwände. Dieses Geheimnis buchstabieren die Gebete der Psalmen, die wir aus der Tiefe zum himmlischen Thron hinaufschicken. Wenn wir sagen, dass unsere Gebete zum himmlischen Thron aufsteigen, dann bedeutet das, dass sie dort aufgenommen werden wie Kinder, die von einer langen Reise zurückgekehrt sind. Die Psalmen erinnern uns, dass wir auf der Reise sind und sie halten das Ziel der Reise fest. Sie lassen uns buchstäblich erfahren, dass wir nicht allein reisen. Ich will den nächsten Abschnitt überspringen, in dem Zenger ausführt, dass es einen tiefen Zusammenhang gibt von, oder das ist die alte Spannung, die es ja im christlichen Leben, auch im jüdischen immer gab, dass man nicht sozusagen kann, ich bete Psalmen und dafür muss ich nichts tun, ja, sondern wie eng das zusammengeht, dass zum Beispiel gerade Psalmen ja, er hat das schon angedeutet, in die Aktivität setzen. Dass ich nicht sage, ich tue nichts, meine Nächsten sind mir egal, weil ich ja Psalmen bete. Sondern wer sich diese Gebete, so wie er das hier skizziert hat, zu eigen macht, der entdeckt natürlich, dass man gerade losgehen muss und dass beides, wenn man diese Schlagworte nehmen will, Aktion und Kontemplation, wie sehr das ineinander verschränkt ist und immer zusammengehört und das nicht trennen kann. Auch zu sehen, was er da auf der Seite 14 im zweiten Abschnitt hat, und das scheint mir heute mehr denn je eine Gefahr zu sein, ich weiß, dass ich mich da in vielen Kontexten, auch wenn wir über Liturgie reden, wiederhole. Die Psalmen bewahren uns davor, schreibt er hier, in unserem Beten kleinkariert und steril zu werden. Wenn Sie das mal erlebt haben, wobei das natürlich nicht immer schlecht ist, aber wenn Sie mal Gebetsgruppen oder auch manchmal im Gottesdienst erlebt haben, wenn es so freie Fürbitten gibt, wie wahnsinnig egoistisch die immer ausfallen, das ist unglaublich. Also da sind die Leute so bei sich, das kann ja was Gutes sein, ja, aber dass mal irgendwer an andere denkt, dass wir, dass ich, so, also dass es Nöte gibt in der Welt, ja, die so himmelschreiend sind, dass man eigentlich nachts gar nicht mehr schlafen kann, wenn man das an sich heranlässt, das kommt da nicht vor. Und deshalb an diesem Punkt ist es wirklich gut, wenn es Psalmen gibt zum Beispiel. Weil sie dann in dieser Weise auch Gebetsschule sind. Ja? Und jetzt nochmal gucken, hallo, Horizont ist gefragt, nicht das kleine Rechenmuster, meine kleine Welt in Sankt XY oder in Herz Jesu oder wo auch immer, ja, sondern es gibt mehr, es ist viel mehr. Man muss den Laden auf oder am besten ganz weg. Also wenn Sie das, oder wenn Sie diese unsäglichen Druckerzeugnisse anschauen, ja, mit denen ja, die ich übrigens jetzt gestern auch wieder in jeder Sakristei finde, ja, wo das natürlich, das sollen dann Hilfen sein für den Gottesdienst, da steht ein Zeug drin. Also das hat Gott in der Welt verboten. Das ist Schad ums Papier. Ja? Diese Wälder würde man irgendwelchen Erdteilen noch wünschen, dass sie da in Papier verarbeitet wurden. Ja? Wäre wahrscheinlich für unsere Atmosphäre auch besser.
wirklich unsäglich. Dabei reicht es doch eigentlich, die Zeitung zu lesen und die Nachrichten zu gucken. Da haben wir schon alles. Aber gestern, das hat mich jetzt wieder so erwischt, weil ich gestern kam ich in eine Sakristei, ich hatte noch eine Vertretung und dann hat mir natürlich gut gemeint, die Küsterin dann so etwas dort hingelegt, so ein Druckerzeugnis. Ja. Und spätestens bei den Fürbitten bekam ich einen Brechreiz. Ich dachte, es wird dann richtig physisch übel. Weil wie klein dann die Welt. Und das ist ja auch klar, niemand kann jetzt von der Flutkatastrophe in Afrika was schreiben, was man vor einem Jahr gedruckt hat oder noch länger her. Das geht einfach auch nicht. Ja? Das kann man auch von niemandem verlangen, aber deshalb zeigt es den Unsinn in sich. Und man sieht natürlich im Gegenzug die Qualität dieser Texte, hier etwa der Psalmen, die immer noch ein Bewusstsein schaffen, obwohl das alte orientalische Texte sind, ja, die uns immer noch ein Bewusstsein schaffen, hier sensibel zu sein. Und wie aktuell sie eigentlich sind. Ich würde gerne auf der Seite 15 weitermachen, weil das, glaube ich, ein Punkt ist, der sehr spannend ist und den wir nochmal genauer angucken müssen. Christliche Vorbehalte gegen die Psalmen. Wie anderen alttestamentlichen Texten sind auch dem Psalmen Vorwürfe und Vorbehalte von Seiten der Christen nicht erspart geblieben. Zwar haben die Psalmen insgesamt die besten christlichen Noten erhalten, nicht zuletzt deshalb, weil die Psalmen seit den Anfängen der Kirche zur eisernen Ration auch der christlichen Frömmigkeit und der offiziellen Liturgie gehört haben. Dennoch, Land auf, Land ab rümpfen sich christliche Nasen darüber, dass die poetische Schönheit und die anthropologisch-theologische Tiefe dieser Gebete und Gedichte immer wieder durchbrochen. Schwester Maria, das war eben die Beobachtung. Ja, es könnte so schön sein. Ja? Der Psalm 139 hat so einen wunderbaren Duktus und dann haut am Schluss dann wieder noch das. So, genau so, ja. Ist die Technik noch ganz? Ja, gut. Verunstaltet werden durch jene emotionalen Ausbrüche, in denen die Psalmenbeter ihren Hass über Feinde und Gottlose herausschreien, deren Verschwinden und Vernichtung fordern und dem Anführungszeichen Gott der Rache anrufen. Unsere Übersetzungen kletten die oftmals deutliche Sprache solcher Psalmstellen, aber die Schärfe und die Klarheit des Urtextes lassen sich nicht immer verbergen. Also streicht man sogar ganze Psalmen oder wenigstens einzelne Psalmverse aus dem biblischen Gebetsschatz, die man im Stundengebet und in christlichen Gebetbüchern der Christen zum betenden Nachvollzug anbietet. Also wir müssen eine kurze Bestandsaufnahme machen. Wir haben das heute schon gehört. Die Beobachtung, schöne Tradition in Gemeinden, bis in die vorletzte Generation hinein erlebbar. Es werden Psalmen gebetet. Sie werden, Gott sei Dank, lateinisch gebetet, damit man ja auch nicht alles versteht. So, jetzt gibt es Übersetzungen, die etwas deutlich machen. Die Folge der Landessprache ist, dass man Textteile als unzumutbar empfindet. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte, wenn ich richtig sehe, also dass Leute was auslassen, wird es wahrscheinlich immer gegeben haben, nehme ich an, aber dass die Kirche offiziell in ihren Büchern und ihrer liturgischen Ordnung Psalmen streicht, ist neu. Das hat die Liturgia Horarum, also die Neuordnung des Stundengebetes, geschafft, indem auch der sonst von mir sehr geschätzte und verehrte Paul VI. Sozusagen auch den exegetischen Einflüsterungen mancher nicht standhielt. Und im Stundengebet, in der offiziellen Verteilung, sind die von ihm erwähnten Psalmen 58, 83, 109 nicht mehr drin. Und andere Stellen, wie zum Beispiel das, was Schwester Maria immer so anstößig empfindet, am Donnerstag in der Vesper, wenn es am Schluss da so einhaut, ja, das ist da auch gestrichen. Das findet man im offiziellen Stundenbuch der Kirche, in der römischen Ausgabe und in der deutschen Übersetzung nicht mehr. Das ist übrigens eine interessante Beobachtung, dass man das macht. Ich stelle mir gerade vor, welche Diskussion wir hätten, wenn man in Schillers Glocke oder in einem Eichendorff-Gedicht oder so einige Verse rausnehmen würde. Wenn man sagt, ach ja, hat der einen schlechten Tag gehabt, oder? Alte Goethe wieder zu viel gesoffen irgendwo, ja, also ist nicht so gelungen, ja. Also dass wir uns sozusagen auch allein nur vom Textkorpus her, ja, zum Schiedsrichter machen darüber, ob das so in einem solchen Text stehen darf oder nicht. Das ist schon
präpotent, würde ich das nennen. Das ist so von sich selber überzeugt, ja, und sich so selber zum Nabel der Welt gemacht, dass ich das schon im Angesicht einer solchen Tradition und im Angesicht dessen, dass es sich schließlich um Texte der Heiligen Schrift handelt, das ist nochmal theologische Sache, wirklich als sehr präpotent. Und ich würde das auch heretisch nennen. Das Grundwort für Häresie ist das griechische Haireomai. Ich nehme heraus. Das ist sozusagen ein ganz wörtliches Verständnis. Ich wähle mir halt das aus, was mir passt. Das ist heretisch. Aber es drückt sich ja darin etwas aus, dass wir eben ständig über diese Stellen auch stolpern, wie das eben beschrieben wurde. Ich will das ja nicht, das kann man ja nicht einfach ausradieren. Ja? Und sagen, komm, ist gut so, lassen wir so. Aber es ist also in der Kirchengeschichte, in offiziellen Entscheidungen und offiziellen Texten ein einmaliger Vorgang. Auch in der, ich will das gerade noch zu Ende sagen, auch im Gotteslob finden Sie, wir haben ja eben mal schon die Frage nach den Kantika, eine ganz kleine Auswahl nur vom Psalm zum Beispiel. Und die sind dann noch so verunstaltet, dass die zum Beispiel an Stellen stehen, wo sie in der gesamten Gebetstradition der Kirche nie standen. Also das, im Gotteslob ist das noch nicht mal angeglichen an die Neuordnung des Stundengebetes. Also dass wir zum Beispiel im Psalm 51, den die Kirche zumindest immer als Morgengebet gesprochen hat, dann plötzlich in der Fastenzeit als Vesperpsalm da verwurstet wird. Ja? Oder solche Punkte. Ja? Das ist pastoral gut gemeint, aber leider Gottes ohne jeden Hintergrund. Ja? Da ist man jetzt auch bei der Neuordnung des Gotteslobes dran, da etwas zu machen. Ich bin gespannt, ob man wirklich auch schafft, dann wirklich auch das Becken vom Psalm zu verbreitern. Es ist natürlich immer die Frage, soll ein Gotteslob, das Gesangbuch ist, Gebetbuch ist, Andachtsbuch ist, Hausbuch ist, soll das alles leisten? Wie dick muss das werden? Ja, das ist klar, das ist die Frage, die schwierig zu beantworten ist. Ja? Aber zumindest so, wie es jetzt ist, ist es sicher nicht sehr glücklich. Also allein, das, wenn man anschaut, welche Auswahl ist da getroffen, das ist so ein bisschen was, die zusammengekocht auf der Herr ist mein Hirt, ja. Etwas übertrieben gesagt. Das stimmt, die Kriterien dafür wechseln natürlich in der Zeit, das muss man auch sehen. Ja? Also wenn man sagt, wir lassen jetzt mal was weg, ja, dann merkt man, wie sich die Beurteilungskriterien verschieben. Dann kann das sein, dass man in 10 Jahren ein ganz anderes Empfinden hat, weil sich auch das subjektive Erleben ändert. Ja? Und das kann man auch, darüber werden wir vielleicht zum Einstieg des Nachmittags noch sprechen, oder wenn wir nachher noch Zeit haben, oder eigentlich sind wir ja jetzt schon dabei, müssen wir das nochmal anfangen. Die ganze Psalmenverteilung im Stundengebet ist im Grunde genommen ein Beleg dafür, dass man unter subjektiven Kriterien Psalmen zusammengestellt hat. Also es gibt verschiedene Traditionen, wie man die Psalmen betet. Die älteste Tradition in der Kirche ist, dass man die Psalmen gar nicht als Gebete sieht. Die Psalmen sind keine Gebete, sagten die alten Christen, sondern sie sind Lesungen. Sie sind prophetische Lesungen. Und als solche werden sie auch gehandhabt und werden sie gehört. Das ist zum Beispiel der Punkt, weshalb ich kritisch gegenüber in der Liturgie, gegenüber den Antwortpsalmen in der Messe bin. Abgesehen davon, dass wir im Kloster, wenn wir gerade Vesper hatten oder Laudes hatten und dann Messe und hatten vorher schon eine ganze Reihe Psalmen, wenigstens 5, dann nochmal im Psalm an der Stelle, finde ich. Aber es ist auch im Verständnis deshalb, weil es eine Lesung ist. Der alte Traktus oder das alte Graduale ist eine Lesungsmeditation. Und heißt dann, wenn man sonntags schon 2 Lesungen nimmt, und das halte ich für sinnvoll, aus dem Alten und Neuen Testament, dass es eine dritte Lesung ist. Und das verkraftet ja niemand. Ja? Also nach ältestem Verständnis der Kirche nimmt man die Psalmen als Lesungen. Was man als Gebet formuliert hat, deshalb gibt es Psalmenkollekten. Erst der Psalm stößt an, wie das bei der Lesung ist, dass man ins Beten hineinkommt. Dann braucht es eine Stille und dann
gerinnt das Gebet sozusagen zu einer Zusammenfassung, ja, zu einer sogenannten Psalmenkollekte, wie das Wort ja auch sagt, Kollekte. Das Gebet, es wird also gesammelt, was die Einzelnen da gebetet, wie wir das beim Tagesgebet der Messe machen, was die Einzelnen da still gebetet haben, das sammelt dann einer, entweder die Vorsteherin im Stundengebet oder in der Eucharistiefeier der Vorsteher, sammelt dann diese Einzelgebete ein, macht ein Abschlussgebet, um einen Punkt zu setzen. Und das hat sich gehalten, etwa bei den frühen Mönchen, also vor Benedikt, in den ersten Jahrhunderten, dass man die Psalmen nie, wie wir das heute kennen, zusammen gebetet oder gesungen hat, sondern immer nur einzeln gelesen hat. Die in ihren Mönchskolonien trafen sich und brachten alle ihre Matten mit, die sie da geflochten haben, oder ihre Handstricke, die sie da rumgefummelt haben, ja, und diese Tradition hat sich übrigens auch manchmal gehalten, indem sie öfter sehen bei Leuten, also ich denke, das ist in den kirchlichen Genen drin, dass Leute immer irgendwie noch an der Handtasche rumfummeln oder irgendwie am Hutständer spielen oder so, manchmal bei den Psalmen. Ja. Das sind die alten Gene, dass die Mönche früher beim Psalmenbeten Seile gestrickt haben oder so, ja, oder so Matten geflochten haben. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Ja. Also man hat die Psalmen, aber das nur in Klammern, also man hat die Psalmen einzeln. Wie einer stand auf und hat die Psalmen gelesen oder gebetet. Und dann war der Nächste dran und da war immer Stille und die haben mit ihren Matten weitergemacht. Und dann hat dann einer, oft ein Charismatiker, da gab es natürlich keine Formulare, keine Bücher für, der hat dann ein Gebet gesprochen in der Mitte. Das ist sozusagen die älteste Form. Dann entdeckt dieser geniale Ambrosius von Mailand, entdeckt, dass man die Leute irgendwie, das kann man natürlich in so einer Großkirche wie in so einer Stadtbasilika nicht machen, dass man die Leute beschäftigen muss mit irgendeinem Zwischenruf. Ja? Das fanden die ganz klasse. Und Augustinus, der noch als Nicht-Getaufter da reingeht, denkt, das ist ja Wahnsinn, ja, was die hier machen. Ja, das ist ein tolles Medium. Das führt ja Nordafrika ein und die singen eben eine Basilika nach der anderen zusammen. Der kriegt die gar nicht wieder beruhigt. Ja? Die wollen singen, ja? Die wollen da beteiligt sein. Ja? Und das ist der Beginn des responsorialen Psalmgesangs, also wo unser letzter Bestandteil unsere Antiphon noch ist, oder ganz altes Gut in der Art des Vortrags des Invitatorium morgens. Das betet auch immer noch eine oder einer und alle nehmen über den Kehrvers daran teil, responsorialer oder antiphonaler Vortrag. Erst im frühen Mittelalter, dann durchgesetzt erst im Hochmittelalter, das, was wir heute kennen. Das ist auch eine berechtigte Form, dass man sich sozusagen gegenseitig die Psalmen verkündigt. Das ist ja ein sehr schöner Prozess eigentlich, wenn man abwechselnd die Psalmen singt, Vers für Vers. Dann ist man nämlich einmal der Hörende oder sind die Hörenden oder dann ist man der Verkündende. Ja? Also im Grunde genommen auch, wenn man das geistig sieht, ein Einüben in Spiritualität, das Glauben immer damit zu tun hat, dass man hören muss zuerst und dann selber verkündigen soll. Ja? Also auch durchaus legitim, aber dahinter steht eine ganze Geschichte. Die älteste Form der Psalmen ist, dass man anfängt bei Psalm 1 und bei 150 aufhört. Die frühen Mönche tun das einmal am Tag. Übrigens auch Tradition im Judentum. Wenn Sie das, was wir eben bei Zenger weggelassen haben, ist ein Beispiel aus dem Judentum auch. Ja. Also pro Tag den ganzen Psalter. Dafür gibt es ein, das hat überlebt. Auch das haben wir noch in den Genen. Aber jetzt nicht mit dem, ah doch, der gefummelt wird da auch. Wenn Sie gleich sehen. Auch dieser Gesamtpsalter hat überlebt, indem man natürlich immer mehr nach Ambrosius, nach Augustinus, lange Jahrhunderte danach, als die Kirche wirklich massenbewegend wurde, gerade hier in unseren gallischen, germanisch-fränkischen Wäldern, bis heute so halbbekehrte, die das auch herumstrolchen, die mussten irgendwie was anderes haben. Die können natürlich keine Psalmen mehr. Ja? Dazu müsste man lesen können. Dazu müsste man Bücher haben. Also nimmt man einen Ersatz und da bildet sich im Mittelalter, dann im Hochmittelalter heraus der Ersatzpsalter für die kleinen Leute. Auch 150, nämlich Ave Maria, der Rosenkranz. Ja, die drei Geheimnisse des Rosenkranzes, wenn man die betet, sind der Ersatzpsalter der Leute, die nicht lesen können. Die meditieren sozusagen das ganze Mysterium, ja, also Inkarnation, Tod und Auferstehung, ja, Erlösung, Verkündigung, Leiden Christi, das wird sozusagen durchgebetet wie der Psalter. Sozusagen die Psalmen für die Intelligenten
und der Rosenkranz für die Schlichten. Hat sich gehalten in manchen Klöstern, dass die Brüder, zum Beispiel die Laienbrüder oder Laienschwestern, eben den Rosenkranz beteten und die anderen, die lesen konnten, haben eben die Psalmen gesungen. Benedikt ist der Erste, der sehr wichtig ist für die Psalmenordnung, der das Ganze auf eine Woche zieht. 150 Psalmen in eine Woche, aber natürlich wesentlich mehr, weil es Wiederholungspsalmen gibt. Psalmen, die jeden Tag vorkommen, wie Psalm 95 oder Psalm 66, Psalm 51. Eine ganze Reihe von Wiederholungspsalmen. Dann kann es doch in der Woche mindestens auf 300 oder 400 kommen. Wobei es nicht um das Pensum geht. Ja. Aber die älteste Form ist, man fängt bei 1 an, hört bei 150 auf und dann geht es wieder von vorne los. Das haben wir in Rudimenten noch, also heute Abend, wenn wir um 8:30 in der Vigil sitzen oder stehen und mit dem Psalmen anfangen, geht es mit Psalm 1 los.